Nachdem unsere drei Helden namens Redaro der Druide, Flickred der Treumagier sowie Cerelex der untote Magier sich mit ihrer Gilde der Mana Crew durch den Blackrock gekämpft haben und sowohl den Feuerlord Ragnaros als auch Nefarian, den Sohn von Todesschwinge, niederstrecken, trafen sie sich in den verwüsteten Lande am Fuße des dunklen Portals, um die weitere Lage zu besprechen. Hört aber am besten selbst. Bald ist es sehr wahrscheinlich wieder soweit, bis wir durch das dunkle Portal treten können und die nächsten Abenteuer in der Schermenwelt auf uns warten. Das Dingo. Ich freue mich drauf. Ich auch, mein trollischer Freund. Ich auch. Doch glaubt ihr wirklich, dass uns unsere Reise jetzt schon nach Draenor führen wird? Ich habe in Winterspring in der Taverne zum Schneesturm einen alten, langhaarigen Goblin namens Alan Breck flüstern hören, dass die in Silithus anhaltenden Ausgrabungen gestoppt wurden, weil die Tore von Ankirei merkwürdige Geräusche machen sollen. Das habe ich auch schon gehört. In ganz Azeroth wird gemunkelt, dass sich die Tore von Ankirei öffnen werden und wir einem alten Gott entgegentreten müssen, um unser geliebtes Land zu retten. Andere Dämonen und Magier aus den östlichen Pestländern erzählen außerdem Geschichten über Nekropolen, die sich auf dem Weg zu uns gemacht haben. Kel'Thuzad persönlich soll in einer dieser fliegenden Untertassen sitzen. Das glaube ich aber erst, wenn ich es mit meinen eigenen tauren Augen sehe. Was allerdings wirklich der Wahrheit entsprechen könnte, ist, dass sich die uralten Tore von Akku wieder öffnen. Jedes Mal, wenn ich im Moonglade einen Besuch abstatte, merke ich, dass die Bewohner rund um den Zirkel des Szenarios etwas nervöser werden, wenn man sie auf Silithus und die allgemeinen Geschehnisse anspricht. Aber nun gut, ich werde wohl mal erste Nachforschungen anstreben und recherchieren, was uns dort erwarten könnte. Flickrit, mein trollischer Freund, während ich in den Büchern wälze, um hoffentlich die Antworten zu bekommen, welche ich suche, begib dich nach Silithus, vielleicht erfahren wir dort schon mehr, als wir momentan vermuten. Nachdem sich die drei Abenteurer verabschiedet haben, machte sich der Druide Redaro direkt auf den Weg nach Moonglade, um alles herauszufinden, was sich hinter den Toren von Ankirei verbergen könnte. Flickrit hingegen reiste umgehend nach Silithus. Dort jedoch schien die Stimmung schon angespannter zu sein als gedacht. Hallo und willkommen zu einem neuen Video, besser gesagt zu meinem ersten als Sprecher. Ich bin der Nico, aka Flickrit, und wir hoffen, euch hat das kleine Intro gefallen. Einer der für mich persönlich spannendsten Teile aus WoW Classic war damals das Event rund um die Eröffnung der Tore von Ankirei sowie die beiden neuen Raid Dungeons. Das Ganze werden wir in zwei Teilen erscheinen lassen. Heute möchten wir euch vor allem zeigen, was uns alles mit Ankirei erwartet. Im zweiten Teil konzentrieren wir uns dann auf alles andere, was unabhängig von Akku neu mit Phase 5 ins Spiel kommt. Falls euch das Video gefällt und ihr uns kostenlos supporten wollt, lasst uns doch super gern direkt einen Daumen nach oben da. Das hilft uns auf jeden Fall sehr weiter. Vielen herzlichen Dank. Um die Raid-Instanzen freizuschalten, benötigt ihr nicht einfach nur eine Vorquest, wie es zum Beispiel für BWL oder Molten Core der Fall ist. Für Akku gibt es ein serverweites Kriegsvorbereitungsevent, bei dem Horde und Allianz unterschiedlichste Materialien sammeln und in Orgrimmar bzw. Ironforge abgeben müssen. Wir reden hier aber tatsächlich nicht von ein paar wenigen Blümchen und Erzen, sondern von zigtausend Einheiten verschiedener Materialien, welche sich sogar teilweise zwischen Allianz und Horde unterscheiden. Für die Abgabe der jeweiligen Gegenstände bekommt ihr dann Belohnungsabzeichen, welche ihr für 75 Ruf bei einer Hauptstadtfraktion eurer Wahl abgeben könnt. Außerdem erhaltet ihr eine Kiste voller Kriegsmaterialien, in welche sich ein paar Buffrollen sowie ein grünes Item der jeweiligen Levelrange des abgegebenen Items befinden. Gebt ihr also zum Beispiel leichtes Leder ab, bekommt ihr ein grünes Item zwischen Level 9 und 14, wenn ihr allerdings unverwüstliches Leder abgibt, gibt es ein Item um die Level 52+. Spätestens zu diesem Event solltet ihr euren Bankcha auf Level 5 und den Beruf Verzauberer erlernt haben, welcher euch den größten Teil der Items entzaubern kann und euch somit nützlichen Staub, Essenzen sowie Splitter gewähren kann. Hierbei ist es allgemein sehr wichtig, dass die beiden Fraktionen ausnahmsweise zusammenarbeiten. Ich meine, umso schneller die beiden Parteien durch waren, umso schneller konnten die Tore geöffnet und die Schlachtzüge angegangen werden. Früher wurde deshalb der unterlegenen Fraktion via dem neutralen Auktionshaus teilweise etwas unter die Arme gegriffen, um das Ganze zu beschleunigen. Was passiert allerdings heutzutage mit Servern, die zu 99% aus einer Fraktion bestehen? Ich vermute sehr stark, dass Blizzard die Tore einfach nach einer gewissen Zeit ohne die Abgabe der anderen Fraktion öffnet. Dies wird aber definitiv länger dauern als bei ausgeglichenen Servern. Meine persönliche Meinung wäre, dass die Tore bei den besagten Servern, wie zum Beispiel Lucifron, spätestens mit dem letzten ausgeglichenen Server aufgehen. Ob und wie genau das Ganze aber funktionieren wird, werden wir in Kürze sehen. Neben der ganzen Kriegsvorbereitung und den Abgabequests musste mindestens ein Spieler des Servers eine Questreihe abschließen, welche es in dieser Art, und korrigiert mich gerne, wenn ich hier falsch liege, nie wieder in World of Warcraft gegeben hat. Die Tore von Ankirei können nur mit dem Zepter der Samtstürme via Schlag auf dem Gong, welcher sich vor den Toren auf einer Empore befindet, geöffnet werden. Wenn ihr das geschafft habt, winken euch neben epischen Loot auch noch das legendäre Mount,
was auf jeden Fall mehr als nur extrem selten ist. Das besagte Reittier bekommen nur diejenigen, welche es geschafft haben, die Quest binnen 10 Stunden nach dem ersten Ertönen des Gonges abzugeben. So gesehen ist das Mount also nur 10 Stunden im Spiel erhaltbar. Außerdem bekommt er den Titel Skarabäusfürst. Also noch nicht jetzt, denn Titel konnte man sich erst mit The Burning Crusade anzeigen lassen. Wollen wir also mal hoffen. Um dieses Zepter allerdings zu erhalten, ist mehr als nur eiserner Wille gefragt. Eher eine komplette Gilde mit viel Zeit, die eine ausgewählte Person durch diverse Events, Grinds, Schlachtzugsbosse sowie andere Quests unterstützt. Die Quest kann natürlich jeder machen. Allerdings gibt es ein paar, ich nenne es mal, Hindernisse, die euch zeittechnisch auf eine Person pro Gilde begrenzen. Kommt aber natürlich auf den Server drauf an und die Zeit, die euch zur Verfügung steht. Die Quest beginnt bei Baristol, der Sandstürme in der Burg Cenarios in Silithus. Diese gibt euch die Quest, was uns morgen erwartet, welche eine Reihe mit weiteren 31 Folgequests ist. Als erstes werdet ihr in die Höhlen der Zeit nach Tanaris geschickt, wo ihr den Drachen Anachronos besuchen müsst. Zurück in Silithus möchte Baristolf, dass ihr ihm den Kopf vom Brutlord Leshlayer bringt, dem dritten Boss aus BWL. Hier müsst ihr aufpassen, da nur eine Person den Kopf looten kann, egal wie viele Leute gerade die Questreihe machen. Das erledigt, kommt wohl nun die grindigste aller Grindaufgaben auf euch zu. Angefangen mit dem Sammeln von 200 Silithiden-Knochenpanzerfragmenten. Diese droppen in Silithus bei den Elite-Käfern, ungefähr 1 bis 4 pro Mob. Wenn ihr das erledigt habt, müsst ihr durch Wiederholen dieser Quest euren Ruf bei der Brut von Nosdormus auf Neutral bringen. Das Problem dabei, ihr startet bei Hass erfüllt. Pro Abgabe von 200 Fragmenten bekommt ihr 200 Ruf, Menschen natürlich etwas mehr. Unterm Strich müsst ihr also ca. 42.000 Fragmente farmen. Pro 200er Stack könnt ihr einer weiteren Person einen Buff geben, mit der diese ebenfalls Fragmente looten kann. Doch selbst dann müsst ihr, wenn man mit durchschnittlich 2 Fragmenten pro Mob rechnet, immer noch 21.000 Käfer umhauen. Und das alles für eine Person. Anschließend erwartet euch ein RP-Event vor den Toren rund um die Kriege der Sandstürme. Da die komplette Questreihe allerdings für dieses Video den Rahmen sprengen würde, empfehle ich euch, in das Video von Tipsout reinzuschauen, welches ihr gerade schon im Hintergrund seht. Jetzt geht die Quest nämlich erst so richtig los. Ihr müsst den roten, grünen und blauen Zeptersplitter finden. Das führt euch vom Tempel von Akkar, in dem ihr Malfurion persönlich begegnet, bis hin zu diversen Raid-Events. Unter anderem einem, in dem Moonglet angegriffen wird und ihr dieses mit eurer Gilde verteidigen müsst. In der Questreihe erwarten euch dann Belohnungen wie das Rezept für das beste Buffwood im Spiel, diverse Schatten- und Frostwiderstandseitem für Naxxramas sowie das besagte legendäre Mount. Das bekommt ihr allerdings nur, wenn die Kriegsvorbereitungen abgeschlossen sind und ihr innerhalb der ersten 10 Stunden, nachdem der Erste die Quest abgegeben hat, die Quest ebenfalls abgibt. Wie bereits erwähnt, ist das Mount also nur 10 Stunden im Spiel erhältlich und wird deswegen als eines der seltensten Mounts in ganz World of Warcraft betrachtet. Nun gut, die serverweiten Kriegsvorbereitungen sind erledigt und die Tore wurden durch den Gong mit dem Zepter der Sandstürme geöffnet. Was erwartet uns denn nun dort? Hinter den Toren befinden sich 2 Raid-Instanzen. Links die Ruinen von Ankirai, oder auch Akku 20 genannt, und rechts daneben der Tempel von Ankirai, oder auch Akku 40. In Akku 20 erwarten euch insgesamt 6 Bosse. Kurinax, Rajax, Osirian, Moam, Ayamis und Buru, wobei die letzten 3 optional sind. Allgemein ist die Instanz relativ kreisförmig aufgebaut. Im Hintergrund seht ihr schon mal die Karte des Raids. Der Loot von Akku 20 ist auf jeden Fall stark, wobei erfahrene Raider womöglich wieder nur das ein oder andere Item benötigen werden, ähnlich wie auch schon bei Zul'Gurub. Allgemein würde ich das Niveau so auf besser als MC und teilweise etwas schlechter als BWL ansetzen. Dazu aber gerne noch in einem späteren Video mehr. Ich verlinke euch die Loot-Tabelle in der Beschreibung. Die besonderen Drops sind hier auf jeden Fall die Klassenbücher, welche von den Bossen fallen gelassen werden. Jede Klasse bekommt in Akku 20 3 neue Fähigkeitsränge von bereits bekannten Fähigkeiten. Der Priester bekommt große Heilung Rang 5, Gebete Heilung Rang 5 sowie Erneuerung Rang 10. Der Magier kann sich auf den Feuerball Rang 12, Frostblitz Rang 11 sowie Arkane Geschosse Rang 8 freuen. Der Hexenmeister kriegt Schattenblitz Rang 10, Verderbnis Rang 7 sowie Feuerbrand Rang 8. Der Schurke bekommt Meucheln Rang 9, Finte Rang 5 sowie tödliches Gift Rang 5 und die Druiden heilende Berührung Rang 11, Verjüngung Rang 11 sowie Sternfeuer Rang 7. Unsere Hunter bekommen Schlangenbiss Rang 9, Mehrfachschuss Rang 5 sowie Aspekt des Falken Rang 7. Die Schamanin eine neue Welle der Heilung Rang 10, ein neues Totem der Erdstärke Rang 5 und ein neues Totem der luftgleichen Angmut Rang 3. Die Paladine unter euch bekommen Segen der Weisheit Rang 6, Segen der Macht Rang 7 sowie Heiliges Licht Rang 9. Und last but not least die Krieger mit einem neuen Schlachtruf Rang 8, Rache Rang 6 und Heldenhafter Stoß Rang 9.
Dadurch werden vor allem spezielle Schadensklassen stärker, wie zum Beispiel der Dolchschurke, der Feuermagier sowie allgemein der Hexer. Auch die Heiler und vor allem die Priester profitieren hier sehr von den Rängen. Zusammengefasst haben aber alle Klassen davon Vorteile, die anderen mehr, die anderen weniger. Beachtet außerdem, dass die Bücher nicht beim Aufheben gebunden sind und vor allem in den ersten Wochen für super hohe Goldpreise im MH sorgen werden. Abgesehen von dem Loot bekommt ihr für das Töten von Gegnern Ruf beim Zirkel des Szenarios sowie etwas weniger Ruf bei der Brut von Nostormus. Den Ruf beim Zirkel benötigt ihr für ein klassenspezifisches Dreier-Set, bestehend aus Umhang, Ring und Waffe. Für manche Klassen leider nicht so toll. Für andere wiederum sind einzelne Gegenstände, wie zum Beispiel der Umhang für den Schadenskrieger oder der Ring für den Hexer, ein deutliches Upgrade. Die Quest dafür nehmt ihr in der Burg Selitus an. Ihr benötigt für den Ring mindestens die Rufstufe Wohlwollend, für den Umhang Respektvoll und für die Waffe Ehrfürchtig. Außerdem braucht ihr Götzen sowie Scarabeus-Items vom Trash sowie ein besonderes klassenbezogenes Kiraji-Item von einem Boss. Ähnlich wie auch das Set aus ZG. Neben den Ruinen von Ankirai, also der 20-Mann-Raiden-Stunts, gibt es noch den Tempel für 40 Spieler, welcher im Schwierigkeitsgrad nach BWL angeordnet ist und 9 Bosse beinhaltet. Den Instanzeingang findet ihr ganz einfach, indem ihr euch nach den Toren an dem Pfad nach rechts haltet. Dort angekommen, dauert es auch nicht lange, bis euch der erste Boss namens Prophet Skeram auf dem Eingang des Tempels erwartet, welcher übrigens der einzige Boss oberhalb der Erdoberfläche ist. Weiter geht es dann mit der Schlachtwache Satura, Fankris der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, für welche ca. 15 Milis eine ganze Menge an Naturwiderstand-Ausrüstung benötigen, die beiden Twins oder auch Veklor und Veknilash genannt, welche von Warlocks mit Schattenriese getankt werden, sowie dem alten Gott C'Thun. Außerdem gibt es hier auch 3 optionale Bosse, das Käfertrio Yao, Vem und Kri, sowie Viskidus und der Sandwurm Uru. Da die Instanz allgemein sehr groß ist, droppen die Trash-Gegner spezielle Käfermounts, mit denen ihr euch in dem kompletten Raid auch innerhalb der Höhle bewegen könnt. Leider allerdings nur in der Instanz. Trotzdem eine coole Mechanik, um nach einem Wipe schneller wieder zurückzukommen. Vor allem, wenn der Hexer mal wieder den Seelenstein vergessen hat und euer Schamane zu geizig für das Ankh war. Neben extrem starken epischen Nicht-Set-Gegenständen droppt hier das fünfteilige T2,5-Set, welches für viele Klassen unumgänglich auf dem Weg nach Naxxramas ist. Dieses wird allerdings nicht von Bossen fallen gelassen, sondern muss gegen Items, welche ihr vom Trash, aus großen Scarabeus-Kästchen sowie von Bossen bekommen könnt, eingetauscht werden. Die Questgeber dazu befinden sich im Tempel direkt hinter dem ersten Boss. Außerdem benötigt ihr mal wieder Ruf, diesmal allerdings bei der Brut von Nostormus. Für die Schultern und die Stiefel reicht euch neutral, für den Kopf müsst ihr freundlich sein und für Brust und Beine wohlwollend. Reicht aber auch, da ihr im Normalfall bei Hasserfüll startet. Außer ihr habt die Zepter-Quest erledigt, dann seid ihr jetzt schon mindestens neutral. Ruf bekommt ihr vor allem durch das Töten von Gegnern und Bossen, Abgabe von Insignien des Kiraji-Lords und dem uralten Kiraji-Artefakt. Die Insignien werden von allen Bossen fallen gelassen, die Artefakte extrem selten vom Trash. Abgeben könnt ihr diese bei den NPCs, wo ihr auch das T2,5-Set einlösen könnt. Im Raum hinter C'Thun gibt es außerdem noch 2 Questgeber, bei denen ihr pro Quest gegen 3 Elementium-Erz und eine imperiale Kiraji-Waffe oder Insignie eine extrem starke Waffe oder auch Schild bekommt. Die Items sind wirklich extrem gut, siehe zum Beispiel den Kolben für Feral-Druiden, den Zauberschadenstab mit 2 Hit oder auch den Dolch. Das Quest-Item, welches ihr neben dem Erz benötigt, droppt zufällig von dem vorherigen Bossen bis auf C'Thun und dem ersten Boss Prophet Skeram. Ihr benötigt keinen speziellen Ruf für die Quest. Neben dem mächtigen T2,5-Set, den epischen Questwaffen nach C'Thun sowie den ganzen Nicht-Set-Epics gibt es noch die 9 Formeln für die besten Handschuhverzauberungen im Spiel, welche zufällig von den Bossen gedroppt werden können. Im Detail gibt es hier für Handschuhe Frostmacht mit plus 20 Frostschaden, Feuermacht mit plus 20 Feuerschaden, Schattenmacht mit plus 20 Schattenschaden, Heilkraft mit eben plus 30 Heilkraft und überragende Beweglichkeit mit 15 Agilität. Abgesehen davon gibt es 2 neue Verzauberungen für den Umhang. Einmal mit plus Verstohlenheitserhöhung und einmal mit plus 1% Ausweichen. Alle Verzauberungen benötigen unter anderem Nexus-Kristalle. Diese gibt's ab Phase 5 aus epischen Gegenständen. Hebt euch also eure großen glänzenden Splitter gut auf. Diese und andere Materialien, wie zum Beispiel Essenz des Wassers für die Ethyl-Verzauberung oder andere Essenzen, werden für oben genannte Verzauberungen benötigt. Das Ganze war jetzt erstmal sehr, sehr oberflächlich betrachtet. Schreibt uns doch super gerne einen Kommentar, wenn wir noch detaillierter auf ein Thema eingehen sollen und vor allem, wenn euch das Video gefallen hat. Wie schon erwähnt, war das nur Teil 1 des Phase 5 Videos. In Teil 2 gibt es dann noch Infos über die Gefechtsabzeichen-Quest in Silithus, bei der ihr unter anderem Items wie Erdschlag bekommen könnt, das T0,5-Set sowie weitere neue Fraktionsrezepte und vieles mehr.
Auch ich melde mich ganz am Schluss aus Moonglade nochmal zu Wort und bedanke mich erstmal bei Nico aka Flickred, der in Zukunft etwas vermehrt die Sprecherrolle übernehmen wird, da ich mich dadurch deutlich mehr auf Skript und vor allem Video konzentrieren kann. Schaut ihm also auf jeden Fall mal auf Twitch vorbei, den Link gibt's ganz unten im ersten Kommentar angepinnt. Ich werde dennoch immer als deine Gastrolle zu hören sein, ganz seid ihr mich also nicht los. Auch ein dickes Danke vor allem an Ceralex und Punko. Falls euch wie erwähnt das Intro oder allgemein das Video gefallen hat, lasst uns doch super gerne einen Daumen hoch da und teilt es gerne in eurer Gilde. Motiviert auf jeden Fall immer sehr. Vielen Dank und ja, in diesem Sinne, viel Spaß in Ankerei und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.